Genieß dein Leben, wo du willst. Mit dem Online-Vertragscheck lassen sich bis zu 30% einsparen. Und das Beste, für jeden Nutzer unterstützt Geldpilot24 den Nachwuchs der Roten Teufel. Und jetzt viel Spaß mit der Zusammenfassung des Spiels. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zum 14. Spieltag der DEL2. Wir, die Roten Teufel, empfangen heute die Bietigheim Steelers, welche wieder Daniel Noh an der Bande als Headcoach haben. Und wieder Voss. Links bietet sich Hermann an. Voss. Und wir haben das 1:0, liebe SLG-Freunde. Der erste richtig gute Spielzug. Die Bietigheimer waren da noch am Wechseln. Und so hat man ein 2:1 für den EC Bad Nauheim. Und auch Taylor Voss, der das Auge hat und der vor allen Dingen die goldenen Hände hat. Nicht nur den goldenen Helm. Hier sehen wir es. Sieht er dann mit diesem Pass Fabian Hermann. Und er nutzt gleich die erste richtig gute Chance in diesem Spiel und macht das 1:0, zweites Saisontor. Ja, Schussversuch da, bleibt am eigenen Mann hängen, bei Cressy, der Schuss von McDonald. Und jetzt vor Ludemann, einiges an Verkehr. Dicke Chance da für die Steelers, nochmal McDonald. Letzte Spielminute ist angesagt in diesem ersten Abschnitt. Können die Roten Teufel vor der Pause noch vielleicht das zweite machen? Kaufmann. Der Schoner von Schmidt, aber weiter die Bad Nauheim am Scheibenbesitz. Bulli gewinnt Bad Nauheim. Wondorz. Ja, Kaufmann, der hat natürlich Tempo drauf und hat dann auch das lange Eck anvisiert. Schneller Gegenzug da gewesen von den Roten Teufeln. Noch ist der Abstand, ist alles im Rahmen. Letztes Jahr zu diesem Zeitpunkt war der Abstand zwischen Platz 2 und Platz 13 17 Punkte. Die Saison sind es 6. Jetzt geht der Arm wieder hoch. Das war natürlich eine unnötige Aktion da von Erk. Und er kriegt jetzt auch richtig einen mit. Ganz klar, war unnötig da der Check an der Bande. Gegen Luis Sertagosic. Und jetzt muss sich Erk also da stellen. Aber die Referees unterbinden das Ganze gleich. War eigentlich ein erstes Drittel, wo fast nichts, was in Richtung Körpersprache war, hier und da vielleicht mal ein kleiner Check, aber nichts Schlimmes. Und jetzt haben wir diese Aktion hier. Hier sehen wir es nochmal. Ach, natürlich mit dem Gesicht zur Bande. Spielauer sogar. Also, Marius Erk muss zum Duschen. 5 plus Spieldauer ist hier und Leidenschaft, das sehen wir auf jeden Fall. Und die Stimmung ist dementsprechend grob. Lohnemann wurde behindert, abgepfiffen jetzt vom Referee. Wieder haben wir so eine Situation für Thomas. Und dann geht's ab in die andere Richtung. Paul Stroni. Nachschuss Gelegenheit für Voss. Fällt ihn da direkt auf die Kelle. Langer Schiff hier für beide. Kein Wechsel. 1,5 Minuten jetzt beide auf dem Eis. Jetzt gibt's Gelegenheit zum Wechsel und ein Tempo von Preibisch. Preibisch gegen Schmidt. Das Laufduell gewonnen und Lohnemann. Riesen-Save von Ludemann. Aber insgesamt so ein bisschen ruhiger geworden, das Publikum. Ja, die Spannung ist zu spüren hier bis unter das Hallendach. Jetzt ein bisschen Platz über die rechte Seite. Und das 2:0, Kevin Ohrendorz. 42. Spielminute. Ein ähnliches Tor wie das 1:0. Schneller Angriff über rechts. Der Querpass. Hier die Öffnung auf rechts. Und dann Ohrendorz, natürlich keine allzu große Mühe, hat das Tor mal leer. Unnötig von Zerrissen. Gegen Rainer bleibt er hängen. Sind eben diese Kleinigkeiten, die auch Harry Lange, der Bad Nauheimer Coach, immer wieder anspricht. Und es ist es. Pascal Stecke die Kelle einfach mal reinhält und auch hier wieder eine dieser Kleinigkeiten, denn Steck ist aufmerksam, ist konzentriert und bleibt da ganz einfach mal still im Slot. Hier sehen wir es, spielt sich da weg in den Rücken der Abwehr und hält hier die Kelle rein und macht ein wunderschönes Tor. Sein zweites in dieser Spielzeit und ein ganz, ganz wichtiges für die Roten Teufel. Und bringt McDonald's. Wird er zu Fall gebracht, aber keine Strafzeit und wir haben das 4:0, Doppelschlag. Erst macht Dani Weiß die Vorlage zum 3:0 von Steck und jetzt macht er es selber zum 4:0.
32 Sekunden nach dem dritten Mal nochmal so fällt das vierte hier. Weiß mit der Rückhand, mit der Kelle. Drittes Saisontor. Da gibt es jetzt mal die Gelegenheit und da ist auch der Puck im Netz. Und es ist Brad Velička. Hier einiges an Verkehr vor Lunemann, sieht die Scheibe zu spät über seine rechte Schulter hinweg. Zum ersten Bietigheimer Treffer. Das geht unheimlich flott. Nochmal Kevin Ohrendorf, der hält einfach mal drauf. Letzte Spielminute. Setzt noch ein Ohrendorf, sein zweites Tor. Einfach mal abgezogen. Olaf Schmidt damit überrascht und er macht das 5:1. 36 Sekunden vor dem Ende. Hier guckt er sich um, sieht, da ist keiner. Einfach mal abziehen und damit ist er erfolgreich. Und das ist natürlich endgültig. Die Roten Teufel holen sich mit einem 5:1-Sieg gegen die Bietigheim Steelers den ersten Heimdreier der Saison.